Nach den Besichtigungen in der Region Brüssel wollen wir nun auch die belgische Küste erkunden. Die belgische Nordseeküste ist übrigens ca. 65 Kilometer lang, hat viele Sandstrände und auch sonst einiges zu bieten. Wir wählen als Reiseziel Kokside. Dort in der Nähe bot sich auch ein offensichtlich moderner Stellplatz an, nämlich in Feurne. Denn zunächst benötigten wir eine Versorgungsstation für unser Wohnmobil. Von Waterloo nach Feurne sind es gerade einmal ca. 170 Kilometer. Und nun viel Spaß beim Video. Die Versorgungsstation war wie erwartet ganz modern und natürlich auch sauber. Allerdings der Wasserhahn für den Frischwasserzulauf war sehr, sehr fummelig, weil er ständig permanent gedrückt werden muss, sonst schaltet er automatisch ab. Der Stellplatz an sich ist sehr schön parzelliert. Vor allen Dingen, wenn man am Rand steht, hat man auch ausreichend Platz. Mehr zum Stellplatz am Ende des Videos. Am nächsten Tag packten wir gleich die Fahrräder aus und fuhren sofort Richtung Kokside, was nur wenige Kilometer nördlich liegt. Und, Ursi, was wächst da? Ich gehe davon aus, das sind die Kartoffeln für die leckere Fritte. Vermutlich, ja. So, ich bin jetzt am Hoge Blecker. Das ist die höchste Düne Belgiens mit 33 Meter. Ein Riesengebiet zum Wandern. Hier mal so ein Stückchen hochgelaufen. Aber ich denke, ich laufe jetzt einfach wieder zurück, weil der Helle wartet unten. Ihr wisst ja, er kann nicht so gut laufen. Deshalb habe ich gesagt, ich gehe einfach mal ein bisschen hoch. Und jetzt bin ich oben, oder was heißt oben, irgendwo Mitte in der Pampas oder wie gesagt mitten in der Düne. Und ja, es wäre wahrscheinlich ein schönes Wandergebiet, aber alleine wandern möchte ich da jetzt natürlich nicht. Und deshalb gehe ich zurück. Und zwar in diese Richtung. Und wir fahren jetzt mit den Rädern durch diese dünne Landschaft, die schon ziemlich auch wieder bewachsen ist mit allem möglichen Strüpp und Beere und sonstiges. Schaut ganz schön aus, das Wasser, ganz schön dreckig.
nicht schlechter spricht, hä? Eine Frage. Wie kommt das Wasser rein und wieder raus? Ich denke, in der Mitte läuft der Rohr hoch. Das haben wir jetzt auch schon gesehen. Deswegen schaut das Wasser so dreckig aus. Das heißt dreckig? Im ersten Moment habe ich gedacht, ob da Sand rauskommt, aber beim zweiten Hinschau habe ich gesehen, dass es Wasser ist, ja. Vielleicht gemischt, oder? Keine Ahnung. Nein, in der Mitte ist ein Rohr und deswegen läuft das Wasser da raus und deswegen ist es da eingetrübt. So zumindest meine Vermutung. Wer es besser weiß von euch, kann uns gerne aufklären. Aber eine Zuleitung gibt es sonst nicht. Und zaubern können auch die Belgier nicht. Nein, also ersichtlich ist es auf jeden Fall nicht. Genau. Und gut gemacht ist es auf jeden Fall auch. Zumindest so gut gemacht, dass wir es euch zeigen wollten. Ein Vorteil hat es immer, wenn man in der Nähe vom Wasserberg ist. Da gibt es immer irgendwelche Gimmicks. Köstlich. Und? Lecker. Schmeckt wie richtig Wasser. Das habe ich natürlich schon vermutet. Nee, deswegen sind wir auf dem Campingplatz gefahren. Oder auf den Stellplatz gefahren. Auch weil man entsorgen muss natürlich, aber auch weil man es in Strandnähe allgemein schwierig Plätze findet in Deutschland. Deutschland? In Belgien? In Belgien. An der Nordsee, sagen wir es mal so. An Nord- und Ostsee. Mittelmeer ist anders. So, hier sind wir an einem Stück bei Coxide. Oder so ähnlich, mir bleibt es ein. Sandstrand in Belgien. Und wie immer, wenn wir an der Nordsee sind, ist Ebbe. Genau. So auch hier. Ja, genau. Aber hier hat es ein paar Pfütze. Und da werde ich natürlich nachher auch noch kurz reingehen. Vielleicht reicht es uns ja auch irgendwann noch einmal an den Strand. Und vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Wasser. Ja. Auf jeden Fall ist es sehr schön. Strand ist alles umsonst, also auch in Coxide selbst drin, der Stadtstrand. Was wir gesehen haben, kann man überall frei hingehen. Und so sollte das auch sein, denn ein Strand ist ja wohl Gemeineigentum, ja, und sollte frei zugänglich sein. Finde ich auch, zumal man ja meistens überall Kurtaxe zahlt, aber hier nicht. Also hier habe ich noch nie was gesehen von wegen Kurtaxe. Also auf jeden Fall, der Strand ist sehr schön. Überhaupt hat Belgien einen ewig langen Strand. Ich glaube, das sind die ganze Küste. Ganze Küste entlang. Ja, 65 Kilometer. Also ist nicht schlecht, ja. Und dann kann man auch mit dem Bähnchen befahren, was wir aber nicht tun, weil uns die Zeit nicht langt. Ja, leider nicht. Aber so wie es ausschaut, werden wir sowieso noch mal nach Belgien fahren, weil wir haben ja jetzt nur, oder bis jetzt nur einen Bruchteil, einen Mini-Mini-Bruchteil gesehen. Und was wir gesehen haben, hat uns Belgien ganz gut gefallen. Ja, weil... Und jetzt, ja, der Strand sieht hier echt gut aus. Das ist hier alles in der Düne. Schön. Rausgelaufen bis an die Nordsee. War ja vorher zwar auch schon, aber da war ja, ist ja Ebbe. Jetzt bin ich ein ganzes Stück rausgelaufen und das Wasser hier ist richtig angenehm warm. Da würde sogar ich jetzt reingehen zum Schwimmen. Allerdings viel zum Schwimmen ist hier glaube ich nicht, denn wir sind hier schon fast an den Bojen. Ja, leider ist die Sicht jetzt heute nicht so toll, weil es sieht ja sehr gewittrig aus, habe ich euch ja vorher schon gesagt. Aber schön, einfach schön. Ja, richtig schön hier in dem Wasser. Gefällt mir gut.
Seite. Ich glaube, das Wasser kommt. Oje, heute regnet's und je, oje, oje, Helle muss raus, schnell noch Kartoffeln holen, dann kocht er uns wenigstens noch ein bisschen was. Es regnet, gestern 30 Grad und jetzt Regen, uah, ungemütlich. Eine kurze Regenpause und jetzt nix wie raus. Vielleicht haben wir Glück und das Wetter hält. Die Sonne spiegelt ein bisschen da hinten vor, aber es sieht nicht so aus, wie wenn das lange anhält. Wir probieren es. Mehr wie nass können wir nicht werden. Oder was sagst du dazu, Helle? Es geht nur bis auf die Haut. Wir haben eh vor, heute Abend noch zu duschen. Schön, oder? Ja, jetzt stehen wir hier mitten auf dem Grote Markt in Förne, oder wie sich das ausspricht. Und ja, ja, das zeichnet sich aus durch die vielen Giebelhäuser. Das sieht echt gut aus. Ja, ganz überraschend, das hätte ich der Ortschaft gar nicht zugetraut. Ja, es gibt überall irgendwo was Schönes. So schön. Und wenn die Lokale, also da hätte man nicht unbedingt was kochen müssen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ortschaft so groß ist. Ja, hier der alte Stadtkern, ja. Aus dem Mittelalter. Das haben wir schon gegessen. Sieht gut aus. Ja, da haben wir gegessen. Nächstes Mal. Wenn man wieder mal herkommen sollte. Ja, aber es sieht schön aus. Also. Mhm. Ja, also. Toll. Also es lohnt sich schon, daher zu kommen, das muss man schon sagen, Uzi, oder? Ja. Ja. Und ab in ein paar Kilometer ist man mehr. Mhm.
Wie hat er geheißen, der Künstler, der hier gewohnt hat? Weiß ich nicht mehr. Müssen wir drunter schreiben. Schreiben wir drunter. Ich bin wieder am Handy. Oh, hallo, ich schicke gerade ein paar Bilder weg. Wir haben eine Regenpause. Obwohl die Schirme aufgespannt sind. Ja, oder vielleicht gerade deswegen. Sometimes life goes easy, sometimes life goes do-do-do-do. Do-do-do-do. Sometimes minds go crazy, sometimes minds go do-do-do-do. Do-do-do-do. Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you piggy, piggy? Won't you take me piggyback, won't you piggyback, won't you take me piggyback, won't you piggy piggyback, won't you take me piggyback, 'cause all I want is you, all I want is you, and how I hope it's true, how I hope it's true, when I'll be feeling blue, won't you piggy piggyback, won't you piggy me back, won't you. Sometimes life goes crazy, sometimes life tell me, tell me something, but show me, show me, show me, show me something else. I don't get it. Piggy, piggyback, won't you take me? Piggyback, won't you? Piggy, piggyback, won't you take me? Piggyback, won't you? You piggyback, won't you take me? Piggyback, won't you? Piggy, piggyback, won't you take me? Piggyback, piggy, piggyback, won't you take me? Piggyback, won't you? So, jetzt sind wir direkt in Kokside und da ist das pralle Leben. Ja, da kommen wir aus dem beschaulichen Freunde hier auf einmal hierher, haben einen Kulturschock. Und von lauter vorausgesehenen Kulturschock habe ich natürlich die Mikros vergessen. Ja, man hoffe, dass man was versteht. Ansonsten muss ich es nachbearbeiten oder nachbesprechen, also im schlimmsten Fall nachbesprechen. Man wird hier immer abgelenkt von lachenden Touristen, die einen immer anlachen, weil man mit der Kamera rumläuft. Ja, so ist halt immer, wenn man Influencer ist. Und hier steht also wirklich ein Hotel neben dem anderen. Ja, ein Laden neben dem anderen. Wir sind jetzt hier nämlich am anderen Strand, als wir gestern waren. Und das Wasser ist da. Ja, es ist Flut. Und ich würde jetzt gerne noch da runter gehen. Wenn man mal da ist. Machen wir das doch, oder? Es sieht fast so aus, als wenn das Wasser schon wieder zurückgeht, Lucy, oder? Ja, und heute gehe ich aber nicht ganz runter. Ich war ja gestern, habe lange Hosen an, also von daher ist es ein wenig blöd. Ist natürlich schön, weil wir wollen uns nämlich heute Abend noch unter die Dusche gehen, weil wir morgen früh keine Zeit haben, müssen wir gleich weg. Und dann hätte ich das gerade den ganzen Sand im Abwassertank. Soweit ist es schon besser. Aber es ist wunderschön. Da hinten ist England, ja, und es ist die pralle Nordsee. Und hinter uns ist Kokside. Ja, ein Teil. Die Uferpromenade mit Hotel an Hotel.
But show me, show me, show me, show me something else. I don't get it. Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back. Es gab kein Brotier Fis, aber es gab Haringsfilet und Matthias. Beides habe ich mich genommen. Und der Hering ist für mich. Matthias mag ich nicht. Matthias ist ja auch für mich. Hering habe ich gedacht, teilen wir uns. Kommt drauf an, wie viel großzügig du hast. Zu deinen Gunsten. Mal schauen, wie viel du hast. Für 16 Euro. Ja, bin ich mal wieder gespannt, wie viel ich abkriege. So, und so. Belgischen Haring gehört natürlich auch ein belgisches Bier. Beim Jupiter. Und in die Tasche passt alles rein, weil wir nämlich eine super große Tasche haben. Sie. Also zum Bier muss ich übrigens so sagen, da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das Bier ist doppelt so teuer wie in Deutschland. Die gute Nachricht ist, das ist halb so teuer wie in Norwegen und ist doppelt so stark wie in Norwegen. Also es lohnt sich nach Belgien zu fahren statt nach Norwegen, wer gern Bier mag. Eigentlich wollte ich nur vier halbe Filets. Jetzt hatte ich mir aber vier ganze eingegeben. Nur weil ich satt davon. Guten Appetit. Geht es nur lang, Helle? Oh je. So ätzend. Sag, hör auf, wenn du den Handweg tust. Schon ganz, ganz Hornhaut vorne am Ballen. Zum Glück haben wir Zeit. Ja, und ich Kraft. Aber sonst ist die Versorgungsstation schon gut, das muss man schon sagen. 3, 6, 2, 5. Also ist alles hier. Wie schon eingangs gesagt, war der Platz in Feune sehr sauber und gepflegt. Ein paar Kritikpunkte gab es dennoch. Nervig, der Frischwasserhahn, der nur Wasser abgibt, wenn er gedrückt ist. Noch nerviger war der Müllzugang, der nicht mit dem angegebenen Code funktionierte. Am schlechtesten fanden wir aber, dass man den Platz bis 11 Uhr verlassen muss. Bei kurzer Verspätung geht die Schranke nicht mehr hoch und man muss für einen weiteren Tag bezahlen. Für einen Aufenthalt ist der Platz jedoch durchaus zu empfehlen. Hier wird alles geboten und man ist mit dem Rad schnell nach Coxide gefahren. Es gibt allerdings zwischen Feune und Coxide auch etliche Freistehmöglichkeiten und das ganz legal. Das waren unsere Eindrücke von der belgischen Nordseeküste. Im nächsten Video fahren wir wieder zurück in die Ardennen. Wir besuchen eine Grotte, die man mit einem Boot befährt, fahren an der Formel-1-Strecke vorbei und ziehen ein Fazit zu unseren Tagen in Belgien. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Viele Grüße und bleibt gesund. Won't you piggy me back, won't you?